Es ist vermutlich das letzte Großprojekt, das der Freistaat Bayern durchdrückt. Koste es, was es wolle. Die A94, die Verbindung von München nach Passau. Warum sie zwischen die Bauernhöfe im Isental geschlagen wird, kann niemand wirklich erklären. Der Ausbau der parallel verlaufenden B12 wäre schonender gewesen und billiger. 5 Großbrücken benötigt die Trasse durch das Isental. Auf der B12 wäre es nur eine gewesen. Seit 30 Jahren kämpft auch der Bund Naturschutz gegen die Zerstörung des Tals. Vergebens. Zahlreiche schutzwürdige Naturgebiete liegen hier. Die Isen ist eine der letzten Flüsse in Bayern, die noch einigermaßen unbeschwert vor sich hin meandern dürfen. Völlig naturbelassen ist aber auch sie nicht mehr. Mühlen und Stauwehre versperren schon lange ihren Lauf. Ganz zu schweigen von den Landwirten, die in Bayern immer noch bis direkt ans Ufer eines Wasserlaufs wirtschaften, vor allem düngen dürfen. Wer für den Naturschutz sich einsetzt, der weiß mitunter wirklich nicht, wo der Feind ist. Offenbar ist er überall. Das alte Bayern war ein meist bescheidenes Bauernland, in dem die Menschen mit der Natur lebten, weil ihnen gar nichts anderes übrig blieb. In abgeschiedenen Dörfern, in denen die Zeit stillstand. Wer konnte, verließ diese Welt und zog in die Stadt. Wer blieb, musste schließlich ihren Untergang erleben. Er war nicht aufzuhalten. Die große Veränderung begann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und sie begann nicht mit den Straßen, sondern mit den großen Flüssen. Ihre regelmäßigen Hochwasser waren eine Bedrohung, weshalb die Menschen regelrechte Wasserkriege führten, um die Flüsse zu zähmen und Land zu gewinnen. Auch die Moore sollten fruchtbar werden. Beispielsweise das Erdinger Moos. Schon im 19. Jahrhundert zogen die Menschen dort die ersten Entwässerungsgräben. Aber so richtig trocken fiel es erst durch den Bau des mittleren Isarkanals vor gut 90 Jahren, der Grundwasserströme umlenkte und Bäche versiegen ließ. Danach war vom Moos nicht mehr viel übrig. In den 50er und 60er Jahren fegten Staubstürme über das ausgeräumte Land, in dem jetzt die Maschinen freien Lauf hatten und Getreide, später sogar Mais wuchs. Und weil das Land zu trocken gefallen war, konnte hier am Ende sogar ein Flughafen gebaut werden. Seitdem ist es laut geworden im Erdinger Moos, das an einigen Stellen seinen Namen allerdings wieder verdient. In den Ausgleichsflächen des Flughafens kehrt, als sei nichts gewesen, das Moor wieder zurück. Seit die Entwässerungsgräben zugewachsen sind. Früher galten die Moore als Inbegriff der nutzlosen Natur, an der sich nichts verdienen ließ. Aber es war wie mit den alten Dörfern. Je mehr die Moore verschwanden, desto mehr wurden sie vermisst. Von Menschen aus der Stadt. Es waren Beamte aus München, die am 26. Juni 1913 den Bund Naturschutz in Bayern gründeten. Erster Vorsitzender war Karl Freiherr von Tüböff, Professor für Botanik. Sein Stellvertreter und späterer Nachfolger, Staatsrat Eduard von Reuter. Der Staat unterstützte den Bund von Anfang an. Schirmherr war Kronprinz Rupprecht von Bayern. Ihm zuliebe beantragten auch viele Kommunen die Mitgliedschaft im Verein. Staatsdiener und Naturschützer, das war damals kein Gegensatz. Freiherr von Tüböff setzte sich maßgeblich dafür ein, dass der Königssee schon 1921 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Nur manchmal gab es Differenzen. Als ausgerechnet am Königssee, an der Falkensteiner Wand, ein assyrischer Löwe als Kriegerdenkmal eingemeißelt werden sollte, wogegen Freiherr von Tüböff protestierte. Niemand könne mehr diese grandiose Landschaft genießen, wenn sich dauernd ein geflügelter Löwe ins Bild drängt.
Es ging den Naturschützern damals hauptsächlich um den Erhalt schöner Natur. Aber als schön galt ihnen das, was die Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts so geliebt hatten. Idyllen. Nicht zu wild, aber auch nicht zu künstlich. Mit anderen Worten, eine Kulturlandschaft wie das Voralpenland. Oder das Mont-Lormoz. Seit gut 100 Jahren kämpft der Bund Naturschutz für den Schutz des Murnauer Mooses. Gefährdet war es immer. Durch die Landwirte, die gern die nassen Wiesen trockengelegt hätten, durch den Straßenbau oder durch Pläne, hier etwa eine Mülldeponie einzurichten. Obwohl im Moos über 1000 Arten ihren Lebensraum finden. Der Förster Axel Döring ist seit seiner Jugend Mitglied im Bund Naturschutz. Das Murnauer Moos ist das größte intakte Moor in Deutschland und es hat alle Moortypen. Es geht an von diesen nassen Wiesen, die Streuwiesen, dann in Niedermoore mit den die so Schlenkerlers und dann die Hochmoore. Das sind also wo praktisch das Moor höher ist als der Grundwasserspiegel, die also dann völlig ohne Nährstoffe sind, die wieder eine völlig andere Art der Pflanzen haben. Und diese Vielgestaltigkeit mit dann so einzelnen Baumgruppen, Birkengruppen, Erlen und so weiter, die macht das Murnauer Moos zu etwas ganz Wunderbarem und ganz Einmaligem. Das Moos ist schön an sonnigen wie an diesigen Tagen. Durch den Wechsel von Riedflächen und Baumgruppen, Bächen und Mooraugen. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts galt das Moos dann nicht nur als wirklich schöne, auch noch als echt deutsche Landschaft. Der Bund Naturschutz machte natürlich mit bei dieser Tümmelei. Aber wenigstens kämpften seine Mitglieder weiterhin gegen die Zerstörung des Mooses. Vor allem gegen den Abbau der sogenannten Köchel, felsige Inseln im Moos, deren Gestein so hart ist, dass es sogar den Gletschern der Eiszeit getrotzt hatte. Weswegen es sich so wunderbar als Schotter für Eisenbahntrassen nutzen ließ. Doch dazu musste der Fels erst gesprengt und mit schweren Lastwagen aus den Köcheln geschafft werden. Nur sonntags, wenn die Verantwortlichen für diese Verwüstungen ihre Reden über die Schönheit der Natur hielten und über die Verpflichtung, sie zu schützen, nur dann schwiegen die Maschinen. Das ist davon geblieben. Das hat man 2001 ist das dann vom Landkreis gekauft worden und aufgelassen worden. Und seit 2001 hat dieses Loch, das vorher 70 Meter tief war, 70 Meter tief war, also ein riesiges, riesiges Loch und hat 7 oder 8 Jahre gebraucht, bis es vollgelaufen ist. Am Anfang, wie das Wasser noch tiefer war, hat das, wenn man da unten war, immer ausgeschaut, als wäre man in einem norwegischen Fjord. War also ein ganz tolles Erlebnis über Jahre hinweg, das zu erleben, wie sich die Natur auch diesen Industriebetrieb, der abgebaut wurde, wieder zurückgeholt hat. Die Natur ist erstaunlich dynamisch, gell? Die Natur ist erstaunlich dynamisch, wenn man sie lässt. Weswegen der Bund Naturschutz auch dafür plädiert hatte, die Natur hier sich selbst zu überlassen. Mit dem Wissen, dass sie die optimale Lösung finden wird für die Rückeroberung des Raumes. Gleich neben dem Seeufer haben sich mittlerweile Biber angesiedelt. Im Fall des Murnauer Mooses hat sich das Engagement der Naturschützer gelohnt, die allesamt ehrenamtlich tätig sind. Doch der Erfolg hier ist eher die Ausnahme. Es war ein Sieg. Es war ziemlich in seiner Größenordnung ziemlich seltener Sieg, eine riesige Fläche so zu sichern. Aber ich habe gelernt, dass wir unsere Siege immer wieder bestätigen müssen. Und dass wir, wenn wir einmal nicht aufpassen, irgendwo ein Teil einer Landschaft oder eine ganze Landschaft verbaut wird. Also wir müssen immer wieder diese Siege bestätigen, immer wieder weiterarbeiten. Man kann also da nicht die Hände in den Schoß legen. Weil wenn wir das machen, dann passiert uns noch das Gleiche wie bei den großen Flüssen im Gebirge. Die man also von vorne bis hinten ausgebaut hat, die also völlig industrialisierte Landschaften sind oder bei vielen Bächen, die man also
zerstört hat oder auch jetzt zerstören will. Also da sind wir, ist eine Daueraufgabe. Auch wenn es nicht gleich ins Auge fällt, nie hat sich das Voralpenland seit seiner Besiedlung stärker verändert als in den letzten 100 Jahren. Kein See, kein Fluss und kaum ein Bach blieben unverändert. Begonnen hatte alles nicht weit vom Murnauer Moos entfernt am Kochelsee, wo Oskar von Miller vor fast 100 Jahren den Höhenunterschied zwischen Kochelsee und Walchensee zur Stromerzeugung nutzte. Heute ist das Kraftwerk mit seinen markanten Fallrohren Bestandteil der Landschaft geworden, besichtigt von über 70.000 Besuchern jährlich. Die Tourismusprospekte preisen es als Erlebniskraftwerk an. Dabei war sein Bau einst von vielen Protesten begleitet. Damit der 200 Meter höher gelegene Walchensee nicht leer lief, wurde schon damals in einem Kanal das Wasser der Isar, die weiter oben im Karwendel entspringt, in den Walchensee umgeleitet. Es war ein Anfang, mehr nicht. So richtig begann die Nutzung der Wasserkraft erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann aber mit aller Macht. Eigentlich taugte der Walchensee nicht wirklich als Energielieferant, weil nur kleine Bäche ihn speisten und auch die Überleitung der Isar nicht so viel Wasser brachte. Weshalb der Gedanke nahe lag, noch weitere künstliche Zuflüsse zu schaffen, wie beispielsweise den Rissbach, der bei Hinterriss aus Tirol kommend Bayern erreicht. Nach dem Krieg herrschte Energieknappheit und die Staatsregierung in München suchte verzweifelt nach Möglichkeiten, die Leistung der vorhandenen Kraftwerke zu steigern. Der Rissbach war ideal. Und bis 1949 hatte die damalige BAWAG, die Bayerische Wasserkraft AG, einen kilometerlangen Tunnel durch die Berge geschlagen, um den Rissbach in den Walchensee abzuleiten. Dadurch erhöhte sich die Leistung des dortigen Kraftwerks so, dass sich Bayern den Import von 80.000 Tonnen Ruhrkohle ersparte. An die 60 Wasserkraftwerke wollte der Freistaat damals bauen, wo es nur ging. Sogar in der Partnachklamm. Oder an der Donau in der Weltenburger Enge. Dazu kam es nicht. Deren Zerstörung hätte zu viel Ärger gebracht. Aber der Rissbach war unbekannt. Nur die umliegenden Gemeinden hatten damals gegen die Eingriffe protestiert. Der Rissbach brachte während der Schneeschmelze erstaunlich viel Wasser. Sein breites Tal zeugt bis heute davon. Dieses Wasser fehlt seitdem der Isar. In ihrem Oberlauf ist sie oft nur noch ein Rinnsal. Ganz legal war die Ableitung des Rissbachs nicht, denn die BAWAG baute, ohne die Genehmigung abzuwarten. Vor dem Gesetz sind bekanntlich alle gleich, aber manche gleicher. Doch der Energiehunger war damit nicht gestillt. Ganz im Gegenteil. Jetzt ging es erst richtig los. Und zwar mit allen Mitteln, so abenteuerlich diese im Rückblick auch wirken mögen. Nach dem Rissbach knöpfte sich die BAWAG den Lech vor und verwandelte ihn in eine Kette von Stauseen mit Kraftwerken. Sie benötigen einen permanenten Zufluss, weshalb als Wasserspeicher bei Füssen ein künstlicher See entstand, der Forgensee. Im Frühjahr wird sein Wasser abgelassen, um Platz zu schaffen, wenn auf den Bergen der Schnee schmilzt. Früher war das die Zeit verheerender Hochwasser. Heute geht von den regulierten Flüssen kaum mehr eine Gefahr aus. Für die Menschen ein langfristiger Gewinn, für die Natur eine langfristige Katastrophe.